Heute bei Retro Today. Inka Man für den Amiga. Hallo und herzlich willkommen zu Retro Today. Hallöchen. Heute schauen wir uns mal wieder was für den Amiga an. Mhm. Und zwar ein kleines Jump'n'Run mit dem Inka Man. Ja, und wenn wir uns mal das Cover anschauen, das ist wieder grün, man erkennt wieder nichts. Wenn wir uns das Cover anschauen, dann sehen wir, der hat auch so einen Tropenhelm auf und so. Und das hat so ein bisschen Rick Dangerous Vibes. Ja, und da sehe ich aber auch einen Alien. Ein Alien? Stimmt, da ist ein Alien und ein Geist und eine Mumie und eine mexikanische Inka-Pyramide und Gold. Und Gold ist immer gut. Genau, ist eben Vertrieb von APC und TCP und geschrieben von Amitan Games. Der ist relativ fleißig und bringt viele Spiele heraus. Alle nicht so wahnsinnig umfangreich, aber so kleine Spielchen für zwischendurch. Das ist doch super. Und 30 Levels of Pure Amiga Love. So ungefähr sieht's aus. Also ist so ein Single-Screen Jump'n'Run. Ein neues OCS-Amiga-Spiel aus dem Jahr 2021. You'll need to collect lots of diamonds to complete the level. And if you're lucky enough to avoid the nasties, can collect extra bonuses such as stopping time or armor to help you along the way. Happy play. Und läuft auf dem Amiga 500 und braucht 512 MB Chip und 512 MB Fastram. OCS. OCS. Super. Genau. So, und wir haben drin einen kleinen APC und TCB Flyer. Das Spiel auf Diskette. Inka Man. Yippie. Dann haben wir hier noch ein Poster. Das ist ja auch eine tolle Handzeichnung. Das ist ja nicht am Computer gepixelt worden. Genau, also das ist von Hand gezeichnet und eingescannt, wenn ich das so richtig sehe. Von Rosetta ist das Ganze. Muss ich so ein bisschen an Indiana Jones und der Kristallschädel denken, wenn ich den Alien da sehe. Mal gucken, was da passiert. Und dann haben wir hier die Anleitung. Inka Man is our main hero that is capable of jumping up to the top level. He can climb onto ledges and fall any distance without getting hurt, but must collect all the gems in order to make his escape. Also mit den Waden kann der auf jeden Fall klettern. Ja. Genau, hier sehen wir Schild, extra Leben, extra Zeit, the freeze. Damit paralysiert man die Gegner. Ich würde mal sagen, es ist relativ selbsterklärend und wir schauen einfach mal in das Spiel rein. Ja, drauf und tot. Los, wollte ich sagen. Drauf und los. Amitfen. Ach, da kommt noch ein E dran. Credits. Game and Level Design. Johnny Acevedo. Game Programming. Luis Fernandez. Graphics. Musik von Solta. Amiten.es kommt aus Spanien. Holla. Holla. Loading Inka Man. Oh, Loading. Das tut sich was. Jetzt lädt er. Ja. Davor, dass da alles nur so zum Schön steht. Amitan Software. Kannst du ein ganz klein bisschen leiser machen? Ich mache ein bisschen leiser. All the graphics from this game has been completely made from scratch or from paid assets. No RIP graphics were used. Ich finde es immer merkwürdig, wenn man das dazu schreiben muss. Achtung, das haben wir selbst gemacht. Ach, in diesem Film wurden keine Tiere gequält. Ja. Ja, die Ladezeiten. Jetzt. So, Markus, dann. Das sieht ein bisschen
Psychedelisch. Soll ich mal starten einfach? Kannst du in die Options gehen, wenn du willst. Mal gucken. Singleplayer. Ah, es gibt noch Cooperative und Versus. Ja, erstmal Singleplayer und ich kann nochmal einen zweiten Joystick suchen. So, dann bin ich mal gespannt. Dann hätte ich jetzt gerne erstmal den Tutorial-Level. Ich hätte doch hier noch. So. Also ich aber das, spiel du erstmal. Ja, ich habe das Gefühl, den Ladebildschirm werden wir öfter sehen. Kann das sein? Möglich. Achtung, Stage 1. Get ready. Get ready. Okay. Mit Feuer springst du. Ah. Nee, aber nicht so. Ah. Ah. Achtung. Ah, okay. Du kannst auch mit Feuer drüber springen. Über die. Ist sogar kein Platz da oben. Ja, du kannst da über die Lücke drüber springen. So. Mhm. Da gibt's extra Leben. Wie soll ich da rüberkommen so schnell? Du hast noch 7 Sekunden, 6. Ach komm, erzähl nix. Aua. Wenn du mich jetzt hier noch... Time over. Ach komm, ich bin doch gerade gestorben. Game over. So nochmal? Mhm. Mhm. Wenn er mich lässt. Ja, ja, muss erst mal warten, bis der Jingle gespielt ist. Toll. Zeig mir noch, wie schlecht ich war. Continue. Yes. Da lege ich schon wieder. So, okay. Das waren Spieße im Boden. Ich zeig dir gleich Spieße im Boden hier. Das jetzt. Dennis, ich mag nicht mehr. Das ist ja der Verkacker hat mich doch hier. Ich zeig dir mal, wie das geht. Vielleicht spielen wir das doch nicht zu zweit. Ich zeig dir jetzt einfach mal, wie es geht und dann kannst du. Ach, so geht das. Ja. Ah, das war mein Schild. Level complete. Exit open. Level complete. Mhm. Ja, okay. Hast du es vorher schon mal ausgetestet, so ein bisschen? Den ersten Level mal. Muss ja immer gucken, dass das von dem Bildausschnitt und so weiter passt. Natürlich. Ja. Klar. Ja. Was machen die denn? Die teleportieren sich jetzt auch noch. Ja. Weil sie es können. Aua. Respekt! Ja, aber ich habe schon null Leben, also es läuft noch nicht ganz so rund. Ja.
Vielleicht gibt es bei 10.000 Jahren Bonusleben. Vielleicht. Oh, rote Diamanten. Und da ist auch ein Geist. Mhm. Oh, oh, der kann auch durch die Wände. Aua. Okay, ist schon ein bisschen gemein. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir zu zweit eine Chance haben? Na, probier's mal. Dann muss ich mal kurz hier Joystick anschließen. So. Soll ich dich irgendwo einstöpseln? Ne, hier oben. Also, habe alles gehupt. Und ich muss kurz im Emulator gucken, dass ich konfiguriert habe. So, und theoretisch. Continue. No, wir wollen ja im in den Koop-Modus jetzt gehen und das zusammen hinbekommen, Markus. Ja! Ich muss ja einem alten Mann ein bisschen zur Seite stehen hier, dann kriegt er das auch hin. Genau, dafür habe ich ja dich. Genau. Hey, ich bin der Graue hier, guck. Also, ich bin gerade wieder gefragt worden, ob ich mir hier so die Seiten hier, ob ich mir die hell färben würde oder... Nein, das ist einfach nur deine strahlende Erscheinung. Ah, wir machen Cooperative. Ja, probieren wir es mal. Und go. Ob das jetzt die gleichen Level sind? Hm. Werden wir sehen. Auf dich überraschen. Tack, 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 tack. Aber was habe ich gesagt? Also diesen Lasebildschirm werden wir öfter sehen. Ja. So, Achtung, get ready. Ja, ich habe nur gerade meditiert. Du wurdest ready geboren. Ja, ready ist mein zweiter Vorname. Genau. Dennis? Ja? Ich gehe stoisch nach rechts und ich kann es nicht beeinflussen. Ah, jetzt geht's. Hm. Ah, die Gegner sind eingefroren. Nimm mal das Schild. Den sehr Schild. Gut. Den Schild. Ich krieg das nicht. Markus verzweifelt noch an mir. Ja, der Schlüssel. So, da ist Zusatzzeit. Nein, ich bin kaputt. So, ich muss jetzt da irgendwie rüberkommen. Für dich ist der Level schon komplett. Ja, ich bin ja schon fertig, Dennis. Ja, ich jetzt auch. Und das sind mehr Punkte als ich. Ich habe auch ein Leben verloren. Ach, was. Bin ich Spieler 1 oder 2? Du bist Spieler 2. Warum kriegst du denn so viele Punkte? Also zumindest mal, ich habe den auf der linken Seite gespielt. Ich habe zumindest so getan, als hätte ich. Guck mal, du hast ein Bonusleben gekriegt. Ja, Tatsache. Hm. Deswegen bin ich nicht perfekt, weil ich ein Leben verloren habe. Das könnte sein. Zwei. Es könnte sein, dass du dich eben nicht bewegen konntest, weil der Emulator noch gedacht hat, du bist die Maus. Und musste erst erkennen, dass du ein Joystick bist. Das. Er musste erst erkennen, dass ich ein Joystick bin. Genau. Hey, warum habe ich den Stein jetzt nicht mitgenommen? Frechheit. Nein. Du wärst das. Nee, das ist der Anne. Hallo, schneller hüpfen. Hä? Ich bin kaputt. Aua. Level complete. Also das können wir gerne nochmal versuchen. Machen wir nochmal? Machen wir nochmal. Ich muss jetzt nur gucken, wie wir da rauskommen. So. Exit. Yes. Geht doch. Ja. It goes. Ja, also die Kollisionsabfrage scheint mir nicht so hundertprozentig zu sein. Ich bin gerade durch den Edelstein durchgelaufen, habe ihn liegen lassen. Ja, sie ist manchmal manchmal ist sie irgendwie bei den Gegnern, habe ich es gefühlt, ein bisschen arg genau. Und bei den anderen Sachen nicht ganz so. Aber das Spielprinzip finde ich total witzig. Ja. So, haben wir hier noch Dings? Cooperative. Jawohl.
Dann probieren wir es nochmal. Go! Go! Loading. Wenn man da jetzt noch eine schöne Musik hätte. Ja. Ja, wir sind ready. Komm schon. Bis jetzt geht's auch direkt. Ja. Ah, vorbeigehüpft. Vorsicht, da sind Stacheln. Oh nein, jetzt habe ich dich mit mir. Ich wollte doch gar nicht da reinlaufen. So, ich habe noch ein bisschen Zeit verschafft. Erster. Das war mein Schild. Zum ersten Level schon Leben verlieren. Nee. Das ist so, ich habe, wenn ich nicht den Schild aufgenommen hätte, dann wäre es auch rum gewesen bei mir. Müssen wir konzentriert bleiben. Tja. Ah, das kann man auch beschleunigen, wenn man es mit Feuerkraft abbricht. Okay. Also du hast auch nicht perfekt gemacht diesmal. Nee. Weil du ein Schild verloren hast. Bestimmt. Mit? So, da rentiert sich doch Teamwork. Yay! Level complete! Die Musik finde ich auch ganz witzig. Ah, komm, jetzt hast du es. Perfekt. Ich habe noch nicht so ganz geblickt, was... Also du hast wieder kein Leben verloren, ne? Ich habe jetzt auch ein Bonusleben. Yay! Du hast auch perfekt. Stimmt, ich habe auch kein Leben verloren. Und jetzt mehr Punkte als ich. Dennis, ich habe ja mehr Punkte als du. Ja. Kann das denn sein? Du warst schneller fertig. Achso. Wir waren noch gleichzeitig fertig. Ich wäre schon schneller im Ausgang drin. Achtung, die Stachel. Ja. Wie kommt man denn da unten hin? Achso, das ist ja keine Mauer, das ist ja die Tür. Nein! Oh, das war gemein. Ja, das ist. Also, so in letzter Sekunde nochmal irgendwie umdrehen ist nicht. Und wir merken jetzt bei der Anzahl Gegner, wird es auch schon. Oh. Es ruckelt zwischendurch ein bisschen mit zwei Spielern hier. Hängt so ein bisschen. Ah. Oh, wer ist denn da? Knapp. Yay, wir haben es geschafft. Dritter Level. Chaka. Dann sehen wir auch nochmal Level 4. Das war jetzt nur weit von perfekt entfernt. Ja, manchmal muss man federn lassen. Nein, schon kaputt. Kann man durch die Monster durchgehen, wenn die eingefroren sind? Ich glaube nicht. Boah! Mit Flammenstößen. Ja. Ja, aber hey. Witzig, kurzweilig. Und muss sagen, es ist, wenn ich es recht sehe, in Amos geschrieben. Ah, das würde die Ruckler erklären. Genau, das kann man immer. Der Test ist, wenn du Amiga A machst und es ist ein Amos und du kommst auf die Workbench, dann. weil das die Tastenkombination ist, mit der man aus den Amos-Programmen rauskommt. Ah, ich verstehe. Und ich habe ja Erfahrung im Amos-Programmieren und das so hinzubekommen, ist schon ganz ordentlich. Aber wir haben auch die Grenzen gesehen, wenn viel Gegner sind und zwei Spieler, dann fängt es tatsächlich an zu ruckeln. Ja, dann wird auch die Kollisionsabfrage ungenau. Ja. So. Aber ein witziges Spielchen, ist auch nicht teuer und kann man auch kostenlos herunterladen.
Insofern. Ich finde es immer sehr belohnenswert oder sehr, sehr, sehr schön, wenn Spieler auch zwei Spieler unterstützen. Ja. Und dann macht es gerade mal doppelt so viel Spaß. Wir haben uns jetzt den kompetitiven Modus gar nicht angeschaut, aber das finde ich immer ganz toll, wenn man es zusammen und auch gegeneinander spielen kann. Ja. Genau. Also, Inca Man, ein nettes kleines Jump'n'Run für zwischendurch. Und könnt ihr gerne mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Jupp. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra.